Sehr verehrter Herr Laschet, Herr Löttgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte mich zunächst ganz herzlich bedanken, dass ich von Ihnen eingeladen worden bin, heute hier bei Ihrem Neujahrsempfang zu sprechen. Und wie ungeduldig ich war, haben Sie eben schon gemerkt, dass ich während der Begrüßung gleich hier auf die Bühne stürzen wollte und beinahe verhindert hätte, dass all diejenigen, die hier unter uns sind und die in den vielen verschiedenen Bereichen eine ganz wichtige Verantwortung tragen für unser Gemeinwesen, nicht begrüßt worden wären. Und das wäre wirklich schade gewesen, weil das ja eben auch Ausdruck einer Anerkennung und Dankbarkeit ist für all das, was Sie so das Jahr über in Ihren wichtigen Bereichen tun und an Verantwortung tragen. Es ist ein bisschen ungewöhnlich vielleicht, dass bei einem solchen Anlass auch ein Mann der Kirche sprechen darf, aber umso mehr freue ich mich, dass das hier heute bei Ihnen möglich ist. Von der Zeit, in der wir leben, sagte Papst Franziskus bei seiner ersten Reise, die damals ihn nach seiner Wahl auf die Mittelmeerinsel Lampedusa führte: Die Globalisierung der Gleichgültigkeit hat uns die Fähigkeit zu weinen genommen. Das sagte, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Papst, noch bevor die Bilder von 300 Särgen uns alle am 3. Oktober 2013 für einen kurzen Moment zum Innehalten brachten und dann das Wort vom Mittelmeer als Massengrab oder, wie das der ZDF-Journalist Klaus Kleber damals formulierte, vom Mittelmeer als Burggraben der Festung Europas bezeichnet wurde. Eine Globalisierung der Gleichgültigkeit. Die gibt es, finde ich, auch im täglichen Zusammenleben hierzulande. Nicht irgendwo weit weg, auf Lampedusa etwa oder auf der Balkanroute der sogenannten, sondern auch hier, wo Menschen, Gott sei Dank nicht alle Menschen, wie wir gerade gehört haben und mit Recht mit einem so großartigen und dankbaren Applaus auch bekundet haben, aber eben gibt es auch das andere, wo Menschen wegsehen, wenn andere angegriffen oder, wie zu meinem eigenen großen Entsetzen, in den eigenen, das heißt kirchlichen Reihen, als wehrlose Minderjährige missbraucht wurden. Ich möchte bei dem, was ich heute Morgen hier versuchen will, ein wenig ins Wort zu fassen, der Frage nachgehen, wie wir statt der Gleichgültigkeit die Nächstenliebe globalisieren können. Wohlwissend, dass man dabei schnell in den Verdacht gerät, realpolitisch naiv zu sein. Wer ist mein Nächster? Bin ich etwa der Hüter meines Bruders? Bin ich der Hüter meiner Schwester? Ich glaube, meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, das bin ich. Ja, das sind wir. Bei allen aktuellen Herausforderungen, die ich sehe, handelt es sich um Fragestellungen, bei denen der Umgang mit der Menschenwürde im Mittelpunkt steht. Und ich möchte daher auf dem Hintergrund der Kategorie der Menschenwürde etwas zum Umgang mit dem Grundrecht auf Asyl und den erschütternden Vorgängen der Kölner Silvesternacht sagen. Des Weiteren möchte ich versuchen, einige Blitzlichter zu werfen auf den Umgang mit schwerstkranken und sterbenden Menschen und vielleicht kurz am Ende auch noch ein wenig das Verhältnis von Kirche und Staat streifen. Also kurz zur aktuellen Debatte im Umgang mit Asyl und der Menschenwürde. Im vergangenen Oktober erst haben wir den Jahrestag von 25 Jahren deutscher Einheit dankbar gefeiert. Kaum vorstellbar, dass eine Mauer unser Land über Jahrzehnte getrennt und es unzählige Menschen das Leben gekostet hat, diese Mauer zu überwinden.
Mauern überwinden, ich glaube und habe den Eindruck, und heute stärker denn je, Mauern überwinden, das müssen wir nun im 26. Jahr der Einheit neu lernen. Die Mauern in den Herzen und in den Köpfen so vieler Menschen in unserem Land, die gerne wieder eine Mauer mauern, errichten würden. Nein, nicht zwischen Ost und West. Dafür sind wir dankbar, dass diese Mauer gefallen ist in unserem Land, diese unmenschliche Mauer. Aber wir sind dabei, neue Mauern zu errichten, heute lieber zwischen Nord und Süd. Und diese Mauern, sie heißen für mich Obergrenzen. Sie heißen für mich Mittelmeer, sichere Herkunftsstaaten, Dublin-Abkommen, Abschottung, aber auch Gewalt gegen Flüchtlinge, Rufmord und ideologisch motivierte Hetze. Am Tag vor der Oberbürgermeisterwahl in Köln ist dann das ganze Ausmaß dieser Verirrungen deutlich geworden, als unsere neu gewählte Oberbürgermeisterin noch als Kandidatin niedergestochen wurde. Wir sind dankbar und es ist ein Segen, dass sie nun da ist, wo sie hingewählt wurde und die Domstadt leitet. Eine Stadt, wie natürlich auch Düsseldorf und Bonn und Essen und andere Städte. Eine Stadt, von der man auch in Düsseldorf mit dem entsprechenden Selbstbewusstsein weiß und sagen kann, dass es wie Düsseldorf eine Stadt ist, die weltoffen ist und einladend und herzlich und voller Leben und tolerant und voller Vielfalt. Genau gegen dieses Lebensgefühl, das für Düsseldorf und Köln und Bonn und Essen und für viele, viele Städte, nicht nur bei uns in Nordrhein-Westfalen, sondern auch in unserem Land anzutreffen ist, genau gegen dieses Lebensgefühl und gegen wehrlose Frauen waren die hundertfachen Übergriffe gezielt, die in der Silvesternacht Leid und Verstörung über Frauen in Köln und leider eben auch in anderen Städten gebracht haben. Mir als Erzbischof macht es große Sorgen, dass so etwas hier bei uns geschehen konnte. Mein Mitgefühl gehört allen betroffenen Frauen und Opfern dieser schrecklichen Nacht. Ihre Würde, die ist von den marodierenden Männerhorden in schändlicher Weise missachtet worden. Und ich bin mir ganz sicher, Gott stellt sich derartigen Ausschreitungen entgegen und er will, dass auch wir uns entgegenstellen. Und die Würde, in diesem Fall besonders die Würde so vieler Frauen, verteidigen. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, wir müssen uns zugleich auch vor einem anderen hüten, nämlich davor hüten, in Vorverurteilung und in Generalisierungen zu verfallen. Wir müssen uns davor in Acht nehmen. Viele nutzen offenbar das in der Silvesternacht geschehene Leid, um ihr politisches Süppchen, nicht zuletzt ein Süppchen zu kochen, das wir schon einmal hier vor 70 Jahren gekocht haben und von dem wir nicht mehr essen und schmecken, es noch nicht einmal mehr riechen wollen, das versuchen sie hier zu kochen aus diesem dunklen Neujahrsbeginn heraus. Damit wollen wir nicht nur hier in unserem Land, sondern auch in unserem ganzen Vaterland, in der ganzen Bundesrepublik und in ganz Europa nichts zu tun haben. Und vieles, was da an übler Hetze und an blankem Hass
in den letzten Tagen zu hören und gerade auch in den sozialen Netzwerken zu lesen war, das ist nicht nur unverantwortlich, es ist auch zutiefst undemokratisch und es ist zutiefst unmenschlich und diskriminierend. Und das darf bei uns keinen Platz haben. Kein Platz für Diskriminierung und kein Platz für Rassismus hier in unserer Gesellschaft. Vor über einem Jahr bereits ging im Erzbistum Köln die Aktion Neue Nachbarn an den Start. Bereits damals war die Frage, wie wir mit den zunehmenden Flüchtlingen, mit den zunehmenden Zahlen umgehen werden, drängend. In den letzten Wochen und Monaten hat sich die Frage dramatisch zugespitzt. In den langen Wochen des kalten Herbstes 2015 erreichten uns täglich neue Bilder von Menschen, die auf der sogenannten Balkanroute bei strömendem Regen, viel zu dünn bekleidet, mit kleinen, kranken und untröstlich aufgeriebenen Kindern auf den ermüdeten Armen versuchten, Zuflucht zu finden. Viele dieser Menschen fliehen aus ihren Herkunftsländern vor Terror und Gewalt. Und dieser Terror und diese Gewalt, sie werden zum Teil, zumindest zum Teil, auch dadurch ermöglicht und verschärft und wohl auch verlängert durch unsere Waffenexporte. Das ist eine Realität und ich finde, dass wir uns dieser Realität stellen müssen. Und wir dürfen nicht aufhören, für solche Realitäten Bewusstsein zu schaffen. Viele Menschen in unserem Land haben dieses Bewusstsein. Und ich bin zutiefst dankbar für diejenigen, die auf ihre Art ihr Leben mit zufluchtsuchenden Menschen teilen. Manche aber lassen sich hier auch in die Irre führen, dass ihre eigene Not durch die Flüchtlinge verschärft würde oder dass nicht genug für alle da wäre, zum Beispiel nicht genug, um Familien zusammenzuführen. In Gewalt sind diese Irrmeinungen mittlerweile ausgebrochen. Und ich glaube, es ist unsere christliche Aufgabe, barmherzig und entschieden Nein zu sagen, wenn Menschen in unserem Land bedroht und gefährdet werden. Wir sind zu Recht stolz auf unser christliches Abendland. Aber dieses christliche Abendland, das werden wir nicht dadurch retten, dass wir Schotten oder Grenzen dicht machen. Herr Juncker hat das gestern noch einmal sehr eindrücklich dann ja auch dargestellt, sondern indem wir eintreten für unsere Grundsätze, indem wir eintreten für unsere Werte, indem wir eintreten für die Würde jeder Frau und jedes Mannes und jedes Kindes und dass wir diese Würde achten und schützen. Und dass wir, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch darauf achten, dass kein Sozialneid wachsen kann in unserer Gesellschaft, dass wir nicht diejenigen vergessen, die auch da sind, die es schwer haben, dass wir uns wirklich darum bemühen, Teilhabe zu gewährleisten, Teilhabe an Bildung und Ausbildung, auch Teilhabe dann am Wohlstand und dass wir die nicht vergessen, die es aus welchen Gründen auch immer, da steht immer ein schweres Lebensschicksal oft dahinter, dass wir die nicht vergessen, die obdachlos auf unseren Straßen leben. Ich habe jetzt letztens erst gehört, Herr Oberbürgermeister von Bonn, dass bei uns in der Bundesrepublik Deutschland, ich behaupte das jetzt mal, ich hoffe, dass diese Zahl stimmt, die mir da gesagt wurde, dass bei uns in Deutschland die gesamte Stadt Bonn auf der Straße lebt. Ungefähr 360.000 Einwohner und Einwohner hat die Stadt Bonn, dass wir hier in der Bundesrepublik 360.000 Menschen haben,
die obdachlos auf den Straßen leben, dass wir diese Menschen nicht vergessen über diese anderen großen Herausforderungen, die wir etwa mit den Flüchtlingen haben, dass wir die im Blick behalten, die hungern und dürsten, und dass wir nicht zuletzt auch an die Kranken, die Schwerstkranken und nicht zuletzt auch an die Sterbenden denken. Und damit komme ich zu dem zweiten Punkt, den ich hier bei Ihnen ansprechen möchte und wo ich zunächst sehr dankbar für bin, dass wir aufrichtig und intensiv in unserem Land fast 2 Jahre lang die Frage diskutieren konnten, was es bedeutet, in Würde zu sterben. Ich bin sehr froh und dankbar für die Entscheidungen, die der Deutsche Bundestag im November 2015 getroffen hat, sowohl zum Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe, wie auch vor allem zur verbesserten Versorgung der Hospiz- und Palliativmedizin. Dass es hier endlich deutliche Verbesserungen gibt, ist nicht zuletzt auch eine Frucht der Debatte um den assistierten Suizid. Immer wieder wurde in dieser Debatte darauf hingewiesen, wie sehr die Frage danach, was ein Sterben in Würde bedeutet, eine Aussage darüber impliziert, welche Vorstellung von einem würdevollen Leben wir haben. Der Medizinethiker Ralf Stöcker erklärt, dass in unserer Gesellschaft ein zunehmend enges Verständnis von einem Leben in Würde vorherrscht. Die Möglichkeiten der Selbstoptimierung verleiten Menschen zu der irrigen Annahme, dass nur ein Leben in Jugendlichkeit, dass nur ein Leben in Schönheit und Selbstbestimmung und Sportlichkeit und mit einem gewissen Auskommen im Letzten dann auch lebenswert und damit immer auch würdig sei. Deswegen formuliert Stöcker wunderbar einfach: Es ist mit der Würde vereinbar, schwach zu sein. Und weiter: Wenn es irgendwie die Würde bedroht, nicht mehr klar denken zu können, dann ist es irgendwo auch nicht so richtig würdig, jemand zu sein, der das nicht kann, weil er zum Beispiel eine geistige Behinderung hat. Das Menschenbild, das wir einbringen in die Frage, welches Sterben ist würdig und welches Sterben ist nicht würdig, dieses Menschenbild bezieht sich niemals ausschließlich nur auf Sterbende. Es ist auch nach der Entscheidung im Deutschen Bundestag, die eine Entscheidung für das Leben und für ein Sterben in Würde war, eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe, um die Frage danach, was ein Leben in Würde ist, zu streiten und zu ringen. Auch das vom Bundestag gesetzte Zeichen für den Lebensschutz und damit für die Zukunft unserer Gesellschaft und ihren Zusammenhalt wird der weiteren flankierenden gesellschaftlichen Begleitung bedürfen. In unserem gesellschaftlichen Bewusstsein ist die Kategorie der Selbstbestimmung zentral und bedeutsam. Selbstbestimmung am Lebensende wird von zunehmend mehr Menschen als ein emanzipatorischer Akt schlechthin aufgefasst. So sieht es auch in Ländern aus, wo es die faktische Freigabe der aktiven Sterbehilfe längst gibt. Dort wird die Selbstbestimmung ausgedehnt, inzwischen auf die Grenzen des Selbst. Der Einzelne soll auch über das noch verfügen können, was seiner Verfügung wesentlich entzogen ist, das Ende seines Lebens. Sterben in Würde, meine sehr verehrten Damen und Herren, sterben in Würde bedeutet in christlicher Perspektive nicht, den Zeitpunkt des Todes selbst zu bestimmen, sondern die Art und Weise des Sterbens würdevoll zu gestalten. Viele Frauen und Männer, unabhängig von Religion und Weltanschauung,
engagieren sich in unserem Land vorbildlich dafür, dass Menschen in Würde aus diesem Leben gehen können. Sie schenken schwerstkranken und sterbenden Menschen das Kostbarste, was ein jeder von uns hat: Zeit, seine Lebenszeit. In der Sendung der Reihe Quarks und Co. zum Thema Sterbehilfe fasste es die Redakteurin Christin Rabe folgendermaßen zusammen: Am Lebensende schwach zu sein, beeinträchtigt die Würde nicht. Alleingelassen dagegen schon. Und ich komme damit zu der letzten und dritten Herausforderung zu sprechen. Auf die Frage, ob und wie die Kirchen sich öffentlich artikulieren sollen, gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen. Für die einen ist die Religion Privatsache und hat von daher im öffentlichen Raum überhaupt nichts verloren. Andere vertreten die Auffassung, dass der Glaube an Jesus Christus zwar immer höchst persönlich ist, aber niemals privat sei. Im Duktus dieser Sichtweise ist es geradezu eine Pflicht der Kirchen, sich in öffentliche Debatten einzumischen und Zeichen zu setzen, wie bei den Themen Asyl und Sterbebegleitung geschehen. So geschah es dann aber auch, als vor ziemlich genau einem Jahr, am Abend des 5. Januar 2015, der ansonsten hell erleuchtete Hohe Dom zu Köln die Anhänger der sogenannten Pegida-Bewegung ins Dunkle schickte. Sie erinnern sich alle daran. Der Dom hatte sich, wie einige Tage zuvor dann bereits angekündigt, den Demonstranten der Pegida verweigert. Am Abend sein Licht ausgeschaltet und den Pegida-Anhängern so eine bildstarke Kathedralenkulisse genommen. In keiner Weise sollte der Kölner Dom und damit die christliche Religion als Hintergrund für die Inhalte der Pegida-Bewegung verstanden werden. Die reagierten damals und brachen ihre Demo ab. Seitdem hängt am Nordportal des Doms ein Plakat, das sehen Sie immer, wenn Sie am Hauptbahnhof ankommen und dann die Treppen Richtung Dom hinaufgehen. Ein Plakat hängt dort an der Nordseite unseres Domes, auf dem steht: Die Kirche verwirft jede Diskriminierung eines Menschen und jeden Gewaltakt gegen ihn um seiner Rasse oder Farbe, seines Standes oder seiner Religion willen, weil dies dem Geist Christi widerspricht. Es handelt sich, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei diesem Zitat um ein Wort aus der Erklärung Nostra Aetate, der Erklärung zum Verhältnis der katholischen Kirche zu den nichtchristlichen Religionen des Zweiten Vatikanischen Konzils aus dem Jahre 1965. Mit dieser Erklärung wurde ein neues Kapitel in der Geschichte der Kirche aufgeschlagen. Man spricht immer wieder von einer kopernikanischen Wende, von einem epochemachenden Einschnitt. Aufgerüttelt durch den Schock darüber, dass Auschwitz möglich war und dass die Kirchen an der Schuldgeschichte Anteil haben, hatte das Zweite Vatikanische Konzil das Verhältnis der katholischen Kirche zum Judentum auf eine völlig neue Grundlage gestellt. In ähnlicher Weise haben alle großen christlichen Kirchen Verlautbarungen dazu publiziert. Zu der Zeit, als die Erklärung Nostra Aetate beschlossen wurde, lagen das Grauen und die Gräuel, die der Nationalsozialismus über Europa und die Welt gebracht hatte, gerade 20 Jahre zurück. Und die 68er-Revolte,
die unter vielem anderen auch eine breite Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit der Eltern- und der Großelterngeneration provozierte, stand kurz bevor. Im Juli 1944 war der Versuch, dem Grauen des Nationalsozialismus durch den Tyrannenmord ein Ende zu setzen, tragisch gescheitert. Die Frauen und Männer im Hintergrund des 20. Juli 1944 hatten über Jahre Überlegungen angestellt, wie Deutschland nach der Katastrophe neu ausgerichtet werden sollte. Es mag in heutiger Zeit, in der sich der konfessionelle Religionsunterricht heftiger Anfragen ausgesetzt sieht, sonderlich klingen, wie sich zum Beispiel die sogenannten Kreissauer dieses Nachkriegsdeutschland vorstellten. Im Jahre 1942 schrieb Helmut James Graf von Moltke an einen Freund in England: Für uns ist das Nachkriegseuropa weniger ein Problem von Grenzen und Soldaten, von überladenen Organisationen und großen Plänen, als vielmehr die Frage, wie das Bild des Menschen, in den Herzen unserer Mitbürger wieder aufgerichtet werden kann. Der Mensch muss über dem Staat stehen. Die Achtung vor dem Menschen als einem sich selbst und Gott verantwortlichen Eigenwesen muss alle Forderungen des Staates bestimmen und auch einschränken. Soweit das Zitat. Die alten Schulbücher sollten, so die Überlegungen der Kreissauer, sofort, auch wenn es zunächst noch keinen Ersatz gab, sofort eingezogen werden. Die Schulen müssten christliche Schulen sein, mit Religionsunterricht beider Konfessionen als Pflichtfach. Immer wieder betonten die Kreissauer, das Wichtigste sei das Bild des Menschen, das man als Ziel vor Augen habe, wenn man an das neue Deutschland denke. Die Frage, die sie bewegte, was kann man tun, um dem Menschen, der im wissenschaftlich-technischen Jahrhundert ungeahnte Möglichkeiten verwirklicht hat, dabei aber seelisch und geistig verkümmert, weil er der Versuchung erlegen ist, begierig nach immer mehr von dem Gift zu greifen, das ihn tötet? Was muss man tun, um ihm wieder den Sinn des Lebens zu erschließen? So gut wie alle der Kreissauer waren religiös. Auch diejenigen, von denen man es nicht vermutet hätte. Sie waren christlich, nicht im formalen Sinn, aber betont religiös in ihrer Geisteshaltung und in ihren Lebensauffassungen. Vielleicht war diese bewusste Einstellung auf das Metaphysische auch herausgefordert worden durch die antichristliche Agitation der Nazis und ihren Kreuzzug gegen die bekennende Kirche. In einem Satz hat es nach dem Scheitern des 20. Juli 1944 Peter Graf Jörg von Wartenburg im Moment höchster Gefährdung vor dem tobenden Roland Freisler zusammengefasst, als er sagte: Die entscheidende Tatsache ist der totalitäre Anspruch des Staates an den Bürger, der gezwungen wird, seine moralischen und religiösen Verpflichtungen gegenüber Gott preiszugeben. Konfessioneller Religionsunterricht, meine sehr verehrten Damen und Herren, konfessioneller Religionsunterricht wurde von den Widerständlern damals als Beitrag zu einer antitotalitären Erziehung gesehen. Das ist etwas, was wir kaum mit unseren zeitgenössischen, kirchenkritischen Ohren hören
und ertragen können. Und doch, konfessioneller Religionsunterricht ist ein öffentlich wirksamer Beitrag zum aufgeklärten Miteinander von Glaube und Vernunft. Diese historische und ideologiekritische Dimension müssen wir bei allen Diskussionen um Zukunft und Ausgestaltung des Religionsunterrichtes in unserer immer säkularer werdenden Gesellschaft im Blick behalten. Der Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford Strohm, hat das auf den Punkt gebracht, wenn er schreibt: Weil sich religiöse und nicht religiöse Weltsichten gleichermaßen Förderung verdienen, bezahlt der Staat nicht nur Philosophieprofessoren an öffentlichen Universitäten, sondern auch Theologieprofessoren. Und weil die Religionsfreiheit für alle gilt, werden gegenwärtig neben den christlich-theologischen Fakultäten auch jüdisch- und muslimisch-theologische Fakultäten aufgebaut und in den öffentlichen Schulen wird entsprechender Religionsunterricht erteilt. Diese Entwicklungen sind gut zu heißen, weil sie allen Religionen die Möglichkeit und die Mittel dazu bieten, ihre eigenen Traditionen auch im Hinblick auf ihre Gewaltpotenziale anhand von wissenschaftlichen Standards selbstkritisch zu hinterfragen. Gerade in den Reflexionsräumen von Universitäten und Schulen können die Religionen ihre jeweiligen Beiträge zum Overlapping-Konsensus unserer Gesellschaft entwickeln und schärfen. Antitotalitär wirksam zu werden, ist also eine Aufgabe der Kirchen, die sich aus der katastrophalen Geschichte des 20. Jahrhunderts ergibt. Und dabei steht die Kirche permanent vor der Herausforderung, zum einen Totalitarismen zu entlarven und zum anderen ihre eigenen institutionell lauernden Gefährdungen, selbst totalitäre Tendenzen zu entwickeln, zu erkennen. Papst Franziskus hat das in seiner vielbeachteten Rede 2014 vor dem Europarat pointiert. Er hat damals gesagt, aus christlicher Sicht sind Vernunft und Glaube, Religion und Gesellschaft berufen, einander zu erhellen, indem sie sich gegenseitig unterstützen und, falls nötig, sich wechselseitig von den ideologischen Extremismen läutern, in die sie fallen können. Die gesamte europäische Gesellschaft kann aus einer neu belebten Verbindung zwischen den beiden Bereichen nur Nutzen ziehen, sei es um einem religiösen Fundamentalismus entgegenzuwirken, der vor allem ein Feind Gottes ist, sei es um einer beschränkten Vernunft abzuhelfen, die dem Menschen nicht zur Ehre gereicht. Soweit der Papst. Und so verbinden sich, meine sehr verehrten Damen und Herren, so verbinden sich die Herausforderungen, über die ich heute Morgen versucht habe, ein wenig gemeinsam mit Ihnen nachzudenken, genau an diesem Punkt. Die Ehre und die Würde des Menschen, sie muss immer über allem stehen. Nie darf sie einer Ideologie, einer Staatsdoktrin, einem religiösen Fanatismus untergeordnet werden. Dort, wo die Würde des Menschen, und zwar jedes Menschen, im Mittelpunkt steht, dort zerschellt die zerstörerische Macht der Gleichgültigkeit. Dass unser Wirken dem Menschen und seiner Ehre und seiner Würde zur Ehre gereicht,
ganz gleich an welcher Stelle und in welcher Funktion wir tätig sind, das ist der Wunsch, den ich für uns alle und für das neue Jahr habe. Ich danke Ihnen für die Möglichkeit, hier bei Ihnen zu sprechen und für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus